Wenn wir ein Phasendiagramm diskutieren, ist es sinnvoll, dass wir dabei in drei Schritten vorgehen. Erster Schritt: Wo sind die homogenen Phasen, wo sind die heterogenen Phasen? Zweiter Schritt: Wo sind die Binoden, wo sind die Konoden? Und dritter Schritt: Wo sind die invarianten Punkte? Nun, hier sind die homogenen Phasen leicht zu finden. Wir haben einmal hier oben die Schmelze oberhalb der V-förmigen Struktur. Wir haben die feste Phase Lithiumchlorid hier rechts als senkrechte und die feste Phase Kalmchlorid hier links als senkrechte. Alle anderen Bereiche im Diagramm sind zweiphasig. Wir sehen hier deutlich die V-förmige Binode der Liquiduslinie, die ist hier blau eingezeichnet, die den Bereich der Schmelze von den zweiphasigen Bereichen Schmelze, Feststoff abtrennt. Aus dem Gesagten folgt, dass diese drei Bereiche unterhalb der blauen Linie heterogen sind und in diese Bereiche können wir beliebig viele Konoden einzeichnen als horizontale Linie. Eine Konode sticht hier heraus, die rote Linie, das ist die eutektikale. Diese verbindet die Phasen, die im Eutektikum gleichzeitig vorliegen. Als invariante Punkte haben wir neben den Schmelzpunkten der Reinkomponenten ein Minimum in der Liquiduslinie, das Eutektikum. An diesem invarianten Punkt liegen Schmelze mit 0,592 Zusammensetzung und festes Kaliumchlorid und festes Lithiumchlorid gleichzeitig vor bei einer konstanten Temperatur von 353 Grad Celsius. Wir diskutieren jetzt die Abkühlung einer 40-prozentigen Schmelze. Wir kühlen diese Schmelze ab. Das bedeutet, wir gehen in diesem Phasendiagramm senkrecht nach unten auf einer Isoplete. Irgendwann schneiden wir die Liquiduslinie. Das bedeutet, hier betreten wir den zweiphasigen Bereich. Welche zwei Phasen liegen vor? Wir müssen die Konode befragen. Und wir sehen, offensichtlich liegen Schmelze vor und reines, festes Kaliumchlorid. Wenn wir umgekehrt eine feste Mischung mit 40% Lithiumchlorid erwärmen, also die Isoplete von Punkt 4 nach oben entlang gehen, schneiden wir am Punkt 3 die Eutektikale. Bei 353 Grad Celsius beginnt die feste Mischung zu schmelzen. Wir erhalten bei dieser Temperatur schließlich eine Mischung aus festem Kaliumchlorid und eutektischer Schmelze. Das Mengenverhältnis ergibt sich aus dem Hebelgesetz. Der Abstand des Punktes 3 von der festen Phase Kaliumchlorid ist etwa doppelt so groß wie der Abstand des Punktes 3 von der eutektischen Mischung. Das bedeutet, wir haben doppelt so viel eutektische Mischung wie festes Kaliumchlorid.